Hallo zusammen, liebe Freunde, und willkommen zurück bei Baldur's Gate 3 mit leichten Taschen. Wir haben in der Aufnahmepause nämlich unser komplettes Lager soweit verkauft. Also das, was wir eben noch, also was ich verkaufen wollte. Wir haben jetzt insgesamt wieder 8300 Gold, sind also quasi auf dem Niveau, bevor wir die ganzen Sachen bei ihr hier gekauft haben. Und das finde ich gut. Ja, so. Ja, wir waren im Reich der Mykonin-Kolonien auf jeden Fall gewesen. Hier soll sich dieser Pilzsammler aufhalten. Okay. Besiege die Dwerger-Eindringlinge. Das ist alles hier, aber wo sich das Nachtlied befindet, das wissen wir immer noch nicht. Tja. Ja. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als danach zu suchen. Wir können jetzt hier hinten rausgehen. Wir können hier hinten, hier unten noch rumgehen. Das sind so die beiden einzigen Wege, glaube ich, die wir haben. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal hier. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Zeug zum Looten. Wimmelpilze. Da hinten. Ich weiß nicht, geht es da hinten weiter? Abgrundkriecher, den nehmen wir auch mit. Sehr schöner Baum. Ich guck da hinten mal. Vollende die meisterhafte Waffe, okay. Ich, ja, hast noch was zu sagen? Ich wollte mal eben kurz gucken im Tagebuch. Wir haben ja noch ein paar neue Informationen bekommen. Besiege die Dwerger-Eindringlinge. Ja, finde den Pilzsammler, rette den Gnom, die Gnome aus der Grimmschmiede. Räche Gluts Zirkel. Vollende die meisterhafte Waffe. Wir haben einen Susso-Baum gefunden. Nun sollten wir etwas von seiner Rinde nehmen. Okay, ja. Der Dunkelheit. Wir haben immer wieder erlebt, wie Schattenherz mit intensiven Schmerzen ergriffen wird, die von ihrem Wunsch stammen. Wenn wir ihr nicht helfen, könnte das zu einem Problem werden. Aber wie können wir denn jetzt was von seiner Rinde hier nehmen? Kann ich vielleicht, wenn ich hier mit einem ich kann das nicht angreifen. Diesen Baum. Oder die meinen den hier. Den ganz großen. Abgetrennter Arm. Okay. Lassen wir es erstmal gut sein. Kann ich mit Schattenherz einmal reden? I was hoping you'd come to chat. What do you need? Okay. Eure Wunden bereiten euch zu viel Schmerzen, Schattenherz. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu heilen. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Naja, ihr was von Religion zu erzählen, finde ich, ist falsch. Ich versuche sie einfach mal zu überzeugen. Was, wenn eure Wunde euch im falschen Moment quälen? Das könnte uns einiges kosten. 12. Hat nicht funktioniert. Ich werde aber bei ihr natürlich Inspiration einsetzen. Erneut würfeln. Jawohl, Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, ich müsste hier zu viele Inspirationspunkte für verbrauchen. Perhaps you're right. But there's little we can do about it just now. Maybe a way will present itself in time, if Lady Shah wills it. Okay. Mehr können wir gerade nicht reden. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fortschritt. Moment, wo ist es hier? Tochter der Dunkelheit.
ihr. Wir haben schon erst so ermutigt, einen Weg zu finden, um die Qualen der Wunde zu stoppen. Sie glaubt zwar, dass Leid zu ihrem Glauben gehört, hat aber eingeräumt, dass sie lieber ohne Schmerzen leben würde. Ich speichere gerade nochmal zur Sicherheit, weil ich nicht weiß, was uns jetzt erwartet. Schreckenssenke. Und es geht auf jeden Fall da hinten noch weiter. Pass auf, dann gehen wir erstmal hier lang, bevor wir in die Schreckenssenke gehen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Wimmelpilz. Wimmelpilzspiel. Und wir können hier hinten runter. Da oben ist noch ein Abgrundkriecher. Wie kommen wir denn da dran? Können wir den runterschießen? Das funktioniert nicht. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nur hin, wenn wir fliegen können oder sowas. Oh, eine Bullywug-Trompete. Toter Mykonit. Something good here, I hope. Toter Dwäger. Nur so ein bisschen was dabei. Es geht da weiter, es geht hier runter. Und dann sind wir wieder im heruntergekommenen Dorf angekommen. Alles klar. Jetzt gucke ich nochmal, wo... Wir sind, glaube ich, bis hier vorne gewesen. Aber weiter noch nicht. Hingerichteter Tiefengnom. Oh, was hat denn der? Kultschwert des ersten Bluts. Brecht die Ungebrochenen. Bewirkt zusätzlich 1 bis 8 Stichschaden bei Zielen, die noch alle Trefferpunkte haben. Naja, okay. Warum hat der noch sowas? Also wenn er hingerichtet worden ist, warum haben seine Hinrichter das denn nicht mitgenommen? Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich vermute mal, dass wir hier auf die Dwäger treffen werden. Aber hier sind wir hergekommen, ne? I think so. Heruntergekommenes Dorf, jawohl. Hier sind wir hergekommen. Erst lasse ich für einen Hinterhalt. Yeah. Okay, was hat sich jetzt wieder aktualisiert? Wir haben die Dwäger in Ruinen einer verlassenen Siedlung gefunden. Was? Ach, da vorne. What? Gek! Got someone sneaking up on us. Beschwichtigen, die Hände hochhalten. Nein, wir müssen sie ja ausschalten, deswegen angreifen. Ja. So. Lurgan. Pass auf, wir sind relativ nah dran. Wir könnten mal probieren, das Gift zu versprühen. Hat aber nur 36% Erfolgschance. Kritischer Fehlschlag. Natürlich. Swiftly now. Talk to me. So, befehlen, Abbild beschwören, Untote vertreiben. Ich würde den gerne runterhauen hier. Ich glaube, der ist tot. Erschlagener Dwäger. Ah ne, er lebt noch. Gag 62 Lebenspunkte. Stricknetz verwenden. Ich muss das eigentlich mal kaputt machen. Ich komme da nicht hin.
Den kann ich von hier oben angreifen. Bam! So, pass auf. Angriff. So, dann machen wir das nämlich weg. Let's have some carnage. A better position. So, ist die Frage, kann ich den jetzt quasi von hier angreifen? Das funktioniert. With pleasure. Ach, den kann ich selber kontrollieren. Ach, das ist ja cool. Was kann ich denn mit dem? Spurten, belebende Sporen. Setzt Sporen bei einer Leiche frei, um diese als Sporendiener in Kommando zu bringen. Mehrfachangriff. 12 bis 52 Schaden. Gegen ein liegendes Ziel. Okay, Faust. Rückzug, Verstecken. Und springen kann er. Ich weiß gerade gar nicht, wo die anderen alle sind. Also wir haben wohl noch drei Gegner. Gut, der hat allerdings auch nicht sehr viele Meter, die er laufen kann. So, okay, wenn ich ihn jetzt... Und da kann ich ihn angreifen. My turn. Can't give up. Feuerpfeil, göttliche Führung, Resistenz. Warte mal, können wir nicht segnen? Das kostet aber einen Zauberplatz. Ich würde gerne irgendwas nehmen, was gerade keinen Zauberplatz kostet. Spiegelbilder, spurloses Gehen, Fernkampfangriff. Ja gut, komm, machen wir das. Ach, schade. Another fight. Let's go. What do I have to lose? Time for a call. Muss im Vorteil sein. Das kriegen wir ja hin. They won't know what bit them. Ist er weg. Sehr cool. Dass er nicht runterfällt. Ach so, das ist irgendeine Tote. Ach, da steht ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen da in der Ecke. Holwig. Ja, hier die Faust kriegst du, Junge. Mal ein bisschen zur Seite springen. Ich sollte vielleicht erstmal mit denen hier rausgehen. So, und mit Asylum würde ich auch gerne da rausgehen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein, weil ich nicht im Vorteil bin. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay, aber ich kann ja auch einen normalen Fernkampfangriff einsetzen. Wenn er nicht trifft.
Ziel ist zu weit entfernt. Mist. Kann höchstens versuchen, hier die verbesserte Illusion. Dass wir hier nicht durchs Feuer rennen. Erst down. So, und da unten soll irgendwo jemand liegen. Hatte denn hier. Ja, ist klar. Mach mal eben hier den Kältestrahl auf das Eisfeld. Das muss überhaupt nichts bringen, cool. Ich weiß halt nicht. Bewegen, aus Kampf fliehen, erschlagener Dwäger. Das kann höchstens Ette hier sein. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ach so, weil Asarion im Weg steht, wahrscheinlich. So, wir können ja auch mal ein bisschen spurten, dann geht es ein bisschen schneller. Ich würde da nämlich ganz gerne hinlaufen. Natürlich ein bisschen weiterlaufen, weil ich halt eine leichte Rüstung trage. Novize Garmor. Du kannst ruhig hier bleiben. Wir nehmen sie mal mit. Aber wo ist denn der Novize hier? Ich sehe den gar nicht. Eine Kappe. Gerichteter Tiefengnom. Erschlagener Dwäger. Ist er vielleicht unsichtbar? Ich glaube, der ist unsichtbar. Where do I go from here? Warte mal, hab ich nicht irgendeine Schriftrolle, unsichtbares Sehen oder sowas? Trank der Unsichtbarkeit? Trank des Gedankenlesens, Nebelschrift, Beistand. Gedanken wahrnehmen, Dolchwolke, Blindheit. Niederfall. Haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Schutz vor Gut und Böse. Dank des Federfalls, Elixier des Kolosses, wir haben halt so viel. Wachsamkeit, das ist was anderes. Eismesser, Unsichtbarkeit. Also hier, das ist dasselbe Symbol, der ist unsichtbar.
Glorreichen Sprung, Spiegelbilder. Person festhalten, Fall des Feuers. Furcht, Fall des Blitzes, Drohgift. Falsches Leben, Säurefall, Brandstifter fliegen. Ja, das ist es alles nicht. Müssen wir Fall des Eises zerbersten. Nee, habe ich tatsächlich hier nichts. Another step forward. Wird gespeichert. Time to kill. Step quick. Ja, komm, dann machst du hier nochmal Spuren. Okay, da ist er. So, jetzt ist er nämlich auch sichtbar. 52 hat der. Ja, komm, ein bisschen abgelaufen, ne? So, die Frage ist, wie komme ich an den jetzt von mit Gale dran? Gar nicht, ne? Doch, komme ich. Nicht genügend Bewegungsrate. Okay, pass auf, dann muss ich mit Gale erstmal. Hier hin. Nebelschritte, Nebelschritt. Bonus. Achso, als Bonusaktion. Kurze Rast. So, dann sieht die Sache nämlich auch schon ein bisschen anders aus. So, mit ihr haben wir dann nämlich den Rückenbrecher. Was natürlich nicht funktioniert. Well, so much for peace. Massenheilendes Wort, Bonusaktion, Heilverbündete in der Nähe. Nee, ich würde ganz gerne den Rückzug einsetzen. Dann hier hoch. Bis hierhin. Bonusaktion, heilendes Wort. Das können wir nämlich in unserer Kette jetzt machen. Und Blutung ist dabei auch noch gestillt worden. Sehr geil. Shall we dance? So, Pilzimann. So, Kältestrahl ist weg. Was machen wir denn mal? Schlafen. Sollen wir ihn schlafen legen? 24 Trefferpunkte. Wie viel hatten der jetzt noch? 32. Okay, das heißt, wir müssen nochmal drauf. Ich fange mal mit Schattenherz an. Ja, noch nicht. Erst nochmal hier Asarion. Ach, nur 6. Aber ich glaube, das reicht. Damit haben wir nämlich jetzt 24. Jawohl. Swords meet sorcery. Dann machen wir einmal hier den. Sehr gut. I speak, they burn.
Und du machst dann einmal Haya. So, der schläft jetzt nicht mehr, braucht er auch nicht. Dann gib ihm den Rest. Der lebt noch, oh mein Gott. I don't fancy their chances. Won't know what hit him. Jetzt aber. Oh, was hat denn der hier? Nebelschritte, Vampirberührung und... Wir müssen sprechen. Ja, machen wir sofort. Axt des Vertilgers. Ist aber eine Zweihand-Axt. Okay. Duftender Pilzeintopf. Ich nehme erstmal alles mit. The tumor is excised. The Dwager are dead. Here I break ground. From the dark. Will a mighty circle rise? My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. Der will einfach seinen Zirkel übernehmen. Ihr stellt euch gegen Spore, der euch Unterschlupf gewährt hat? A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwager flourished. I sang to Spore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. Also um eins klarzustellen, ich werde Spore ganz bestimmt nicht angreifen, der war nett zu uns. Ich halte mich da raus. It is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Ach, ernsthaft? Warum hat der jetzt auf einmal 104? Hä? Wie fies ist das denn? Ich muss halt nur aufpassen, weil er kann aus Toten halt seine Mopeds hier wiederbeleben. Okay, pass auf. Folgendes. Machen Folgendes, erstmal hier hoch. Dann werde ich auf ihn das Zeichen des Jägers einsetzen. Battle of Wits. Ja, du noch nicht, hast Gale. Herz, spirituelle Waffe, Fluch, das ist eine Berührung, der Fluch bewirkt entweder einen Nachteil bei Würfen, Rettungswürfen oder Angriffen, lässt sich den Ziel Schaden zufügen oder bewirkt, dass das Ziel keine Aktion ausführen kann.
Nachteil auf Charisma, Konstitution, Geschicklichkeit, Intelligenz, Stärke, Weisheit, Flug, Angriffsnachteil. Zusätzlicher Schaden und Furcht. Das ist halt nicht so wahnsinnig viel, ne? Jetzt haben wir noch Furcht. Das können wir halt direkt einsetzen auch. Ich muss mich auf jeden Fall zurückziehen. Und dann werde ich nämlich nochmal die spirituelle Waffe beschwören. War nach hier unten. Die, oh toll, jetzt greift die schon an. Aber die kann ich noch überspringen. Can you feel death's cold grip? Victory is assured. So, ich will nämlich ganz gern die Donnerwoge einsetzen. 4 bis 2, 3. Okay, ich mache einen Stufe 3er gegen ihn. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich richtig positioniere. Ich gehe hier hin. Und jetzt nehme ich die Donnerwoge. Okay, den kann ich nicht runterschmeißen. Das ist natürlich jetzt ungeil. Pass auf, zerfleischen. Nicht genug Bewegungsrate, war mir schon irgendwie klar. So, hier die Axt klettert erstmal die Leiter hoch. Achso, wir sind noch dran, wir haben noch nicht abgebrochen. Oh, und der Hass, wo will der denn jetzt hin? Okay. Pass auf, Pilze haben doch wahrscheinlich ein bisschen was gegen Feuer, oder? Haben sie. So, weißt du was? Ich gehe hier nochmal mit ihm nach oben. Blood comes easy these days. Also Feuer, sagst du ja. Da habe ich doch was in meinem Repertoire. Pfeil des Feuers. Let's spill some blood. Okay, der ist mir mit dem Rücken zugedreht. Ich muss mich auch heilen, aber... Ich muss auch angreifen. 19. Ja. Ich weiß, das war nicht so gut, aber musste sein. Muss mit Asayo nämlich mich mal ein bisschen zurückziehen. So, okay, das ist jetzt, nicht genug Bewegungsrate, willst mich verarschen? Was ist jetzt machen? Okay, pass auf. Feuer. Feuer, Feuer. Natürlich ein Fehlschlag. Take
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passiert. Okay, wir müssen ihn aber... Er ist fast down. Gag lebt mit 41 Lebenspunkten wieder. Er ist jetzt aber schon mal down. No choice but to keep going. Okay, pass auf. Bonusaktion, massenheilendes Wort. Ist nicht viel, aber immer ein bisschen. Ziehen wir uns mal ein Stückchen zurück. Nicht vor meiner Wache. Okay, er hat nicht angegriffen, warum auch immer. Kann ich mich denn hier verstecken? Time for a new. Nein, das funktioniert nicht. Mist. Gut, dann probieren wir den Feuerpfeil. Make it hurt. Und schnell weg. My faith will protect me. Natürlich hatte ich wieder keine Bewegungsrate. Egal, wo meine Zweihandachse ist, hier ist nie genug Bewegungsrate. Die trifft einfach nie. Oh Mann, ey. So, wir bleiben aber beim Feuerpfeil. Blood comes easy these days. So, 7 hat er noch. Fall by my hand. Jetzt nicht mehr. So much for circle glut. Entdeckt. So, gucken, was hat er so? Person festhalten, verschwimmen und einen Haufen Sporen. Er hat sich gegen uns gestellt. Erstmal eine kurze Rast. Und dann, ich muss hier looten, das ist wichtig. Plündern. So, der hat hier auch nochmal ein bisschen Zeugs. Holwig. So. Und, ich sehe auch gerade, liebe Freunde, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ein bisschen überzogen wieder, aber haben auch heute wieder ein bisschen kämpfen müssen. Deswegen, ja. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dass er sich jetzt am Ende gegen uns stellt, fand ich ein bisschen doof. Aber er hat seine gerechte Strafe bekommen. Ja, wenn er meint, uns angreifen zu müssen, dann erwartet ihn der Tod. Vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Folge wird hier ein bisschen gelootet. Bis dahin, macht es gut. Adios, amigos. Und ciao, ciao.